Seit der ersten Folge ist Joachim Jambi der Let's Dance Jurychef. Seine Tochter Helena könnte sich womöglich bald selbst der Kritik ihres Vaters stellen. Berlin, in seiner Funktion als Chefjuror lässt Joachim Jambi, 59, den Kandidaten bei Let's Dance bekanntlich keine Fehler durchgehen. Seine Tochter Helena, 19, kennt selbstverständlich auch die weiche Seite des TV-Stars. Nachdem sie mit der Unterstützung ihres Vaters bereits mehrfach als Nachwuchsmoderatorin in Erscheinung trat, will sich die angehende Sportjournalistin zukünftig vielleicht sogar selbst auf das legendäre Let's Dance-Parkett wagen. Vom Jurychef würde sie dabei allerdings keine Extrawurst bekommen. Im Gegensatz zu ihrem Vater ist Helena Jambi alles andere als ein Tanzprofi. Nachdem Joachim Jambi offen über seine Vaterrolle gesprochen hatte, verriet nun Helena Jambi im Bild-Interview, dass sie eine Teilnahme bei Let's Dance durchaus in Erwägung ziehen würde. Laut eigener Aussage wäre die Studentin allerdings wider Erwarten keine klassische Favoritin für die RTL-Sendung. "Ich habe nie richtig tanzen gelernt", gibt sie im Interview zu. "Ich kann nur die Grundschritte vom Disco Fox. Aber natürlich habe ich mir schon mal vorgestellt, wie es wäre, bei Let's Dance zu tanzen. Und ich könnte es mir auch weiterhin vorstellen. Es wäre nicht das erste Mal, dass ein Familienmitglied der Jury an der Sendung teilnimmt." 2015 erreichte Mozzi Mabuses, 43, Schwester Oti, 33, in der Show den 6. Platz, allerdings als Profitänzerin. Joachim Jambi hätte nichts gegen eine Let's Dance-Teilnahme seiner Tochter Helena. Dass er womöglich bald das Tanztalent seines eigenen Nachwuchses bewerten muss, ist für Joachim Jambi kein Problem. Auf die Frage, ob das den anderen Kandidaten gegenüber unfair sein könnte, antwortet er im Bild-Interview: "Man ist immer irgendwie befangen. Es wäre ja auch falsch, das nicht zu sein. Wir sind Menschen und urteilen über Menschen." Dennoch gibt der langjährige Wertungsrichter zu bedenken, dass Helena ihre Teilnahme vielleicht erst nach seinem Ausstieg aus der Show in Angriff nehmen sollte. "Also, ich würde es Helena gönnen, irgendwann mal bei Let's Dance zu tanzen. Aber vielleicht wirklich lieber, wenn ich nicht mehr dort sitze", erklärt er amüsiert. Wann das der Fall sein wird, verriet Joachim Jambi allerdings nicht. Apropos Joachim Jambi, der Let's Dance Juror ist nach Mallorca ausgewandert.